für alle verfügbar ist. Jetzt erst. Die Idee davon ist, dass diejenigen, die uns noch nicht kennen, in Online-Unterricht, dass ihr die Möglichkeit habt, auch unsere Stunde auch mal kennenzulernen und auch mal mitzumachen. Normalerweise ist die Stunde so aufgebaut, dass wir am Anfang des Monates, oder wir haben innerhalb von einem Monat halt diese vier Stunden, die bauen wir auf mit am Anfang Desplazamientos, in der zweiten Stunde machen wir einhändige Figuren mit fließende Kombinationen, die nicht hochkompliziert sind, aber trotzdem irgendwie anwendbar auf der Tanzfläche. In der dritten Stunde machen wir Nudos oder Knoten. Das ist unser Nudistentag. Immer das dritte, der dritte Montag ist der Nudistentag. Aber niemand ist nackt, keine Sorge. Genau. Und am letzten machen wir normalerweise Musicality, was wir normalerweise eine Mischung aus Mambo und Bomba, so Elemente, die wir in der Mambo und der Bomba anwenden können. Okay? Damit oder ihr manchmal auch wisst. Nehmen wir auch ein bestimmtes Lied durch, sodass ihr bestimmte Effekte im Lied auch mal mitnehmen könnt. Das haben wir letzten Monat gemacht. Mhm. Also es ist sehr vielseitig, da können euch die ganzen Stammleute was erzählen. Genau. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in den Chat reinschreiben. Ich weiß nicht, ob wir heute so auf so viele Fragen angehen können oder beantworten können, weil es einige heute im Kurs sind. Die trauen sich eh nicht. Aber der Herr Schön, wir können uns auch hinterher auch noch schreiben. Genau, diejenigen von euch, die auch zum ersten Mal da sind, wenn ihr euch anmeldet, dann bekommt ihr auch, solltet ihr nicht live dabei sein können, könnt ihr euch, wenn ihr euch anmeldet, bekommt ihr eine die Aufnahme von der Stunde als Video, dann bekommt ihr einen Link zugeschickt und dann die Möglichkeit, auch das Video anzuschauen. Genau, mit einem passenden Passwort und so weiter. Ja, am 3. Januar startet wieder die neue Staffel, nur als Info schon mal vorab. Genau. So, wir machen unser Warm-up. Die Leader oder Jungs stehen auf der rechten Seite und die Followers and Ladies mit mir auf der linken Seite, okay? Wir starten gleich mal. Okay, wir machen markieren nur. Eins. Oh, und wir kreisen die Schulter nach hinten. Ha, ha. Thank you.
Bamboleo. An 1, 4, 5. An 1, 5. Und wieder normal, fast her. Und schneller, vamos. One. Y, siete, ocho, un. Yunca, va. Sieben, acht, ein. Y, línea, vamos. Mit den Sachen. Ja, also unsere Livestreamer vom Montag, die sind voll gewöhnt. Übrigens, der Kurs findet immer zu dieser Zeit statt, nur als Nebeninfo. Ihr seid jetzt genau in der Uhrzeit, wo wir sonst auch tanzen. Montag 19:15 Uhr. Genau. So, wir machen heute ein kleines, wie soll ich sagen, Resümee von allen Stunden, die wir sonst machen, aber alles nur in kleine Sequenz. Desplazamiento, kleine Sequenz Figuren, kleine Sequenz Mini, Mini, Nudo und kleine Sequenz, wie man zum Beispiel einen coolen Move noch einbauen kann. Aber es ist sehr kompakt, sodass ihr das wirklich in einer Stunde ganz gut hinkriegt, okay? Genau. Wie gesagt, ihr habt immer die Möglichkeit, dann das zu wiederholen, weil ihr die Aufnahme bekommt. Daher, wenn genau. Ihr das nicht ganz schaffen, oder wenn ihr das nicht ganz schafft, inhaltlich alles das gut zu machen, dann könnt ihr das nochmal zu Hause ein bisschen üben und genau. Anschauen. Okay. Und was auch noch interessant ist für euch. Da ist doch die Sarah. Ja klar. Ah, ja schon hi. Genau. Falls ihr das noch nicht von uns gehört habt, natürlich der Musikaufbau ist, da, warum wir überhaupt die Stunden so aufbauen. Also die Musik ist ja auch mit einer Dramaturgie aufgebaut. Das heißt am Anfang mit eher ruhigeren Sachen, eher geschlossene Haltung, im Raum bewegen. Zweite Stunde ist eher, wir öffnen ein bisschen mehr, wir gehen in coole Varianten und eher zum, wenn die Musik richtig energetisch ist, mal einen Nudo zu tanzen und auch. Also die Stunde von heute ist mehr wie ein Trailer. Genau, so ein Trailer, ja, ein Trailer von allem. Okay, genau. Dann starten wir halt in der Basico-Position und wir markieren zweimal den Basico. 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir machen eine Caída, okay? Also zwei Basicos, eine Caída. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 2. Caída. 5, 6, 7. Okay? Gut. 5, 6, 7 und bei der 8 drehen wir komplett mittels. Genau. Das Führen von der Caída, Jungs, bitte achtet darauf, dass ihr das nicht nur mit der Handfläche macht, dass ihr das nicht mit Kraft ausübt, sondern tatsächlich mit dem gesamten Arm, damit die Dame quasi schön hier reinlaufen.
und beginnt jetzt, leider wegen einer technischen Störung. Okay. Okay, wir sind nochmal in der Erklärung von dem Enchufa. Und zwar machen wir 1, 2, 3, 5, 6, 7 und einen Sakala als Grundfigur. Okay? Mhm. Machen wir bitte die Übergänge, damit wir das komplett sauber machen. Ja. Ja? Das heißt, wir sind. Uno, dos, aufmachen, cinco, positionieren, enchufa, y cinco, seis, siete, sácala, cinco, seis, siete. So, cinco, seis, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Ich habe gesagt am Anfang, die Grundfigur ist sácala, pa, pa. Ich werde aber den Sakala auch ein bisschen verändern, indem ich nach rechts drehe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Und so sind wir in eine Caída. Wir werden einen Handwechsel machen. Okay? Also, wir sind hier in uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Okay? Gut. Mhm. So. Okay. Again, alles von vorne. Alles von Anfang an, bitte, ja? Básico, 5, 6, 7. Y 1, 3, 5, 6, 7. 1, caída, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, pase a la I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, y puente, 7. 1, y reina, 7, y 1, y 3, y 5, nochmal, y 1, Coca-Cola, 5, 6, 7, digo que no, öffnen, in, enchufa, amane, 5, 6, 7, in, sacala, giro, 5, 6, 7. Alle angekommen? Okay. Auf rechts gewechselt? Rechte Hand gewechselt? Yes, cool. So, von hier machen wir noch ein Element. Aus derselben Grundfigur, also aus dem Sakala. Wir machen noch ein letztes Element jetzt und dann machen wir ein paar Mal mit Musik, damit wir erstmal das wiederholen. Und dann werden wir mit dem Rest machen. Also, wir machen erstmal den Paseala hier. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Und jetzt werden wir uno, dos anhalten. Und zwar, ich halte mit meiner linken Hand. Okay, damit wir den Übergang haben. Ja? Und zwar machen wir hier 7, 1, 2, 3 und wir Jungs drehen über die linke Schulter und die Ladies? Über die linke. Über die linke. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay? Ist auf derselben Basis der Figur auch auf dem Sakala, nur dass die rechte Hand führt am Anfang und lässt aber dann los und geht auf die linke Hand und gibt mir nur einen leichten Impuls, dass ich mich nach links drehe, statt nach rechts. Ja, normal würde ich mich immer nach rechts drehen aus der Position. Also left turn. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. So, Arme dazu. Mädels. Eure Arme, ihr habt einmal uno, dos, tres. Diese Hand wird losgelassen, die habt ihr hier auf der Seite. Und jetzt würde ich für euch den linken Arm empfehlen, hochzumachen. Und zwar 5, 6, 7, 1. Dass der dann frei ist, damit der Partner wieder euch hier abholen kann. Genau. Wenn ich das mache, ich gehe mit meiner rechten Hand hoch, Jungs. Damit ich auch nicht meine Partnerin irgendwie verletzen kann, okay? Dass ich sie nicht treffen kann. Also, ich halte mit der rechten Hand am Anfang. Uno, dos, loslassen. Cinco, hoch, siete. Okay? Damit ich dann quasi sie abholen kann später. Genau, Mädels, die Drehung ist wie bei der Coca-Cola sehr kurzfristig. Das heißt, ihr dreht 7, 8, 1. Markiert gleich die 1 nach vorne, damit ihr in dem Fluss bleibt, okay? Von der ganzen Figur. Dann machen wir bitte ab den Sakala, damit ihr diese zwei Übergänge habt, okay? Wir stehen hier, 5, 6, 7,
1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1. Y 3, y 5, 6, 7 y 1. Y 3, y 5, 6, 7. Die zweite Hand dürft ihr gerne auch mit hochnehmen. Ihr könnt eine oder beide benutzen. Ja, beides. Nur am besten immer von hier, von unten nach oben. Mhm. Ja, also nicht seitlich, weil dann kriegt der Mann es ins Gesicht. Okay. Passt, okay. Machen wir mit Musik. Alles bis dahin. So. Básico. Uno, dos, caída. Y un acorde, mi puente, mi reina. Un Coca-Cola. Amague, posición, chupa, amague. Hágala, giro y ¿ok? ¿Ya? ¿Quieres o no? Matías, vete. Wollte ich gerade fragen. Wenn ihr Fragen habt, wäre es ganz cool jetzt. Vielleicht erstmal, Andreas, wenn du einen Helm, einen Fahrradhelm holen möchtest, kannst du nochmal schnell machen. Also aufpassen mit den Ellbogen, ja. Jungs und Mädels, kann passieren. Beide können das machen. Das Ding ist bei der Figur vor allem, also bei diesem Exhiber, mit dem, wo du drehst, hier, jetzt, wenn wir, hier ist einmal Ellbogengefahr, also wenn der Ellbogen so hoch geht, vorsichtig sein. Jetzt hier sind die Mädels die Gefahrenzone mit dem Ellbogen, dass wir nicht das machen. Mhm. Und die Jungs natürlich auch nicht das machen. Wenn wir das beide gleichzeitig machen, ziemlich schlecht. Okay? Genau. Das wollen wir natürlich. Auch bei den Passerla. Das ist auch im Moment häufig irgendwie so. Ja, bei den Passerla müssen wir aufpassen, dass der rechte Ellbogen so ein bisschen tiefer ist. Ja? Damit nicht die Position haben. Okay. Kein Nasencrash. So, wir haben jetzt noch ein kleines Element und zwar kommen wir auch aus dem Dile que no raus. Nach dieser Finta kommen wir hier Uno
Und jetzt gehen wir in das Pendant, in die Rechtsdrehung, genau, mit offener Handhaltung. Grundfigur nur zu, ja, nur Grundfigur ist Aspirina. Also Rechtsdrehung gelaufen für die Ladies, ja? Allerdings werden wir den Aspirina mit beiden Händen führen. Und zwar 1, 2, 3, 5, 6, 7. Und wir laufen weiter. Ja? Genau. Die Hand geben während der Aspirina ist bei der 2, ja, 1, 2. Also wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Und noch zusätzlich werden wir das mit ein bisschen am Magen. Casino basieren. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich gehe über. Haben wir das gemacht? Mhm. Ja. Yes. Okay. Also auch wieder in der Marke auf. Das heißt, nach dem Dile que no, machen wir 1, 3, 5, 6, 7. Vorbereiten. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, 6, 7. 6, 7. 6, 7. Das okay. Ist anders als vorher. Vorhin habt ihr 5, 6, 7 gehabt und jetzt macht ihr 6, 7. Natürlich könntet ihr das auch 7, 8 oder sowas machen. Das kommt ganz auf euch an, wie ihr die Musik gerade wahrnehmt. Oder auch wenn der Effekt vielleicht genau. 7, 8 besser passt. Oder wie auch immer, genau. 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enchufa. 3, 4, 5, 6, 7. Gancho, gancho. Rechter Gancho, also okay. Linker Gancho, rechter Gancho. Ja? Bra, bra. Genau. Also machen wir hier nochmal. 5, 6, Aspirina, Doppelhand, Amage, 7, Enchufa, Gancho, Gancho. Wichtig ist, dass beim Gancho die Handhaltung so ist, wie als würden wir einen Teller oder so in der Hand halten. Ja? Sonst kommt ihr nicht in den Gancho rein. Mhm. Und der Gancho hat wie so eine Vorbewegung, so eine kreisende Vorbewegung. Mhm. Ja? Das heißt, von innen nach außen, ihr macht eigentlich wie so ein Genau, Jungs oder Lieder, ihr macht euch sehr, sehr beliebt bei einem guten Gancho oder sehr, sehr unbeliebt als Tänzer ja. bei einem schlechten Gancho. Das ist das Böse von den Ganchos. Kommt auf den Gancho an. Richtig. Nee, das Ding ist, wenn ihr zum Beispiel zu hoch geht, dangerous, und wenn ihr auch nach unten zieht, ja. das tut weh. Das mögen wir alle nicht. Okay, das heißt, macht bitte vorsichtig, entspannt. Fingerspitzen so wenig wie möglich, Handkontakt. Und nicht nach unten drücken. Das passiert okay. übrigens meistens dann, wenn ihr zu viel in die Hand greift. Also wenn ihr zu sehr greift und dann versucht ihr einen Gang, ouch, ja? Wenn ihr nur die Fingerspitze nehmt, dann reicht das vollkommen, okay? Okay, das heißt, wir starten hier in Aspirina. Doppelhand, 3, amage, 6, 7, enchufo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ja, klappt es? So, wir laufen die ganze Zeit vorwärts. Mädels, falls euch das noch nicht aufgefallen ist oder falls ihr vielleicht auch neu in dem Kurs seid und das noch nicht bei uns gelernt habt, wir markieren oder wir starten die Drehung eigentlich schon auf 7, 8 als Vorbereitung und laufen 1, 2, 3 immer vorwärts, ein Fuß vor den anderen. Dann laufe ich wieder vorwärts, vorwärts, vorwärts drehe um, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Okay, also ich gehe wirklich immer vorwärts und bei 4 und bei 8 sind meine Drehmomente. Das ist die Technik. Genau, damit die Ganchos funktionieren, Männer, müssen wir auch vorwärts laufen. Weil wenn wir es gewohnt sind, rückwärts zu markieren, dann funktioniert der Gancho nicht. Ja, okay? Immer schön da bleiben. Immer vorwärts sich genau. bewegen. Okay? Genau, und der Unterschied zum Enchufa, was wir vorhin gemacht haben, beim Enchufa ist die Ausrichtung vom Körper hier. Und zwar so nach hinten. Da ist die Vorbereitung nach hinten eigentlich, seht ihr, damit wir Spannung aufbauen und dann nach vorne gehen. Bei Aspirina, bei der Rechtsdrehung, ist die Vorbereitung nach vorne, damit wir beide dann gehen können. Ja, ja. Nur als Unterschied. Machen wir alles von Anfang an, ohne Musik, ein-, zweimal und dann... Ich sehe nur noch ein letztes ja. Moment, gell? 5, 6, 7 und 1. 3, 5, 6, 7, caída, y 5, 6, pausa, y 1, 3, 5, y pasea, y 1, y 3, y 5, 6, 7,
1, y 3, y 5, in puente 1, 6, 7, in reina, y 6, 7, in Coca-Cola, 6, 7, in dile que no, in enchufa, amague, y 5, 6, 7, sácala, gira mena, 5, 6, 7, kurz anhalten, giro 6, 7, y digo que no, un tercero. Y nos fuimos. 2, 3, amague, 6, 7, enchufo, gancho, 5, 6, 7. Und yes. Dann gehen wir in adiós. Von da gehen wir in adiós. Manche kennen das als Tornillo oder ich glaube a la antigua oder gibt es ganz viele Wörter. Also wir sind hier. Sieben. Und den Schwung nehme ich gleich mit. Männer, gleich nach vorne markieren. 1, 2, 3, 5, 6, 7 und öffnen. Und der 7 löst er durch den linken Gancho. Das heißt, der Arm geht runter, wumm, und dann ist gelöst. Hier kommt ihr dann mit Dile que no erstmal ganz einfach raus. Wir zeigen euch gleich noch eine andere Variante, okay? Mhm. Damit wir das erstmal üben können, einmal vielleicht gleich mit Musik, oder? Mhm. Bis dahin. So. Selber. 5, 6, 7.
Das wäre voll witzig, wenn ihr so in den nächsten Raum. Uhrzeigersinn, bitte. Zwei Sachen sind uns aufgefallen. Drei. Ja, einfach Sachen. Also, Leute, das mit dem, Break, ja, wenn ihr zum Beispiel beginnt, ba, 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 tum, ba, ba. Die Option heute war einfach nur stehen bleiben, aber ihr könnt natürlich ein bisschen Bewegung mit einbauen oder ein bisschen Footwork, ja. Das überlassen wir euch, aber das ist immer so ein schöner Moment, weil das häufig unerwartet vorkommt. Ja? So, wie signalisiert uns der Partner, dass wir jetzt stehen bleiben? Das ist wichtig. Nämlich ist da wie, als würde er einmal so sein Frame einfrieren, so ein bisschen wie so komplett Spannung aufbauen, aber Foto. Genau. Und ich merke das hier schon. Genau, und das ist ein Moment, und deshalb wollte ich das mit euch auch machen. Wenn die Partnerin das nicht kennt, dann laufen die meistens vorwärts, ja, die Mädels sind in die Lecke noch, ohne das zu machen. Und dann sind wir hier und die Mädels sind schon unterwegs. Genau. Und das ist natürlich schade, deshalb wollen wir euch natürlich auch mal zeigen. So, das war der eine Moment. Genau, zwei Sachen. Also einmal eine Sache, ich glaube, dann ist die zweite damit auch erledigt. Und zwar, wenn wir alle möglichen Art von Nudos oder Figuren machen, die sowas mit zwei Händen beinhalten, müssen wir durchgehend einen sehr geringen Abstand halten zueinander. Das ist der Trick im Casino, damit alles so leicht aussieht, ist, dass wir sehr nah stehen. Und das ist am Anfang komisch, weil man irgendwie Angst hat, dass man zusammenknallt oder so. Aber wenn wir beide diesen rechten Winkel ungefähr in den Armen behalten, durchgehend, natürlich flexibler Winkel, aber so nah wie möglich, dann sind diese Sachen einfach und dann muss er nämlich nicht das machen. Banana! Nein, keine Banane. Okay. Muss keine Banane machen. Das ist heute ein ungern gesehener Punkt in dem Casino, wenn der Mann den hier macht oder, oder den hier macht. Okay? So, was mache ich? Das Thema hatten wir unzählige Male mit dem Alex. Was machen wir? Wenn der Mann so groß ist? Tief. Alex sieht man nicht mal, weil sein Kopf ist abgeschnitten. Das ist der Mann ohne Kopf. Okay? Also da müssen wir halt einfach ein bisschen tiefer gehen. Und zwar mit den Beinen müssen wir tief. Okay? Das heißt, wenn ich den hier mache, mache ich mich klein, dass ich das hier mache, aber nicht den Kopf runter. Genau. Okay? Also immer, denkt immer dran, eure Körperhaltung, Mann und Frau, Leader und Follower, alle haben eine gerade Körperhaltung und wir sollten keine Figur, in keiner Figur unsere Haltung so irgendwie verstellen müssen. Das heißt, immer Nähe, auch die Mädels, ja, wir können das auch beeinflussen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Arme immer strecke, ja, dann kann er das natürlich nicht machen. Das heißt, ich muss selber auch dafür sorgen, dass ich das immer gebeugt habe. Das gilt genauso bei den Entschufern, die wir vorhin gemacht haben. Hier auch schon. Ich mache nicht den da, sondern ich bleibe hoch, ba, ba, einfach ba. Näher kommen. Ja? Okay. That's the trick. Bei allen, auch sowas wie Setenta, nur mal als Beispiel, dass ihr das noch seht. Sowas wie Setenta und ihr wollt hier sowas einbauen. Das klappt nur, wenn man läuft und wenn man nah steht. Das sind die zwei Tricks. Wieso das bei vielen nicht klappt, ist, weil sie zu weit weg sind oder die Arme strecken. Und weil sie uns nicht als Lehrer haben. Und weil sie nicht kommen. Okay. Natürlich. Nein, folgendes. Wir machen jetzt folgendes. Nach dem Gancho sind wir losgegangen. Und dann haben wir gesagt, wir können ein Dilekeno machen. Diese Dilekeno führen wir tatsächlich, allerdings lassen wir die Hände nicht los. Und die Damen drehen einen Tick mehr. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Der alte Trick. Der alte Trick. Der Klassiker. Der Klassiker. Der verliert nie. Ja? Und dann lasst ihr die Hände los. So, und hier aufpassen. Das hat Ariel gesagt. Hier ist der Kontakt mit dem Brustkorb. Männer, mit dem Brustkorb nehmen wir hier Kontakt auf. Ja? Nicht mit dem Unterkörper. Und der Brustkorb befindet sich über dem Bauchnabel. Okay? Also, der Kontakt ist hier, damit wir quasi mit der Partnerin tanzen können. Okay? Und dann machen wir. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Einfach mal eine Bewegung, die uns. Ja, und sag, Entschuldigung, Mon, Entschuldigung, ich weiß, das ist noch zu früh für dich. Aber normalerweise machen wir 1, 3, 4, 5, 6, 7, I, 2, 3, I, 5, 6. Ich bewege mich nach rechts, dass ich da aus dieser peinliche, berührende Situation rauskomme. Okay? Gut. Genau.
Okay, also. Also, das ist eine Einladung zum miteinander flirty flirt machen. Und das bedeutet nicht, dass wir heiraten müssen übrigens. Ja. Okay. So, jetzt sind wir hier. Und auch als Lady kann ich natürlich bestimmen, wie weit ich wegstehe. Ich kann ihn auch ein bisschen weiter wegstellen oder extra näher gehen. Das ist halt uns überlassen auch. Und dann kann ich ein bisschen du. Ich könnte auch eigenständig mich rüberziehen, wenn ich zum Beispiel Lust habe, mich woanders hinzubewegen. Geht natürlich auch. Mhm. Die Idee ist, dass der Partner hier die Hand leicht an der Taille hat und uns dann so ein bisschen wegschiebt bei der 7. Okay? Genau. So, mit wem tanze ich das? Mit einer Partnerin, mit der ich regelmäßig getanzt habe, die aber auch keine Berührungsängste hat und schon eine gewisse Erfahrung hat. Und auf dem Festival können. Ich mache das nicht mit der ersten Anfängerin, die... Ja, natürlich. Also, da ist unsere Aufgabe als Trainer, das echt wirklich zu machen. Okay? Genau, noch einmal aus der Gancho-Position und Coca-Cola ein mit Gurt drüber. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Anschnall, Gurt. Und dann können wir entweder freestylen, ja? Und dann kann ich hier entweder nach vorne bringen oder ich kann noch mal ein paar Schritte markieren oder ein Charangueo, je nachdem, wie die Stimmung von dem Song ist. Je nach Phase. Aber dann haben wir viele Optionen. Musiker! Con Musica Maestra! Bisschen was Schnelleres, Leute. Das von Mike letzte Woche, das war gut. Von letzter Woche? Mhm. Nicht, dass wir dann aus Versehen unseren Move machen. Nein, von Mike Blanco letzte Woche. Das hatten wir doch letzte Woche. Aber da haben wir halt doch diese Kombi gemacht. Weißt du? Basico, Cien, Nummer 2, Gaina. Auf der Stelle. In Reina. In Coca-Cola. Die Legende. In Enchufa. Amage. Saca la Kira. Und vor. Lo que no. Baile, aspirina, cop, enchufo, ganchos, adiós, y apretadito, un, tres, cinco, siete. Ya estoy revuelta, hola, ¿ok? ¿Ves que no? Meneo, tigiri, tigiri.
Teil. Letzte Woche haben wir nämlich zu dem Lied was gemacht, deswegen war es jetzt gerade cool. Challenge, wenn ihr den Break macht, macht bitte eine Bewegung, ja, bei dem deine Partnerin oder deinem Partner viel lachen müssen. Mach irgendeine Aktion, bei der deine Partnerin viel lachen darf. Okay? Also wir starten hier, ba, 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 und dann kommen wir hier. Und in dem Moment, bitte überlegt euch eine Aktion, bei dem den anderen irgendwie so sich denkt, so, Alter, was ist das für eine... Probier es mal aus, okay? Mach mal eine Challenge, komm. Heute ist... Challenge. Ja, probieren wir es aus. Machen wir mit Musik? Nochmal. Mhm. Bin gespannt, wer sich da was überlegt. Und los geht's. 5, 6, 7. Dann fangt ihr gleich richtig an mit der Also die Challenge war eigentlich, damit der andere lacht, nicht, dass wir selber lachen. So selber auch, nicht mehr lachen. Mein Morgengeselle hat gelacht und diejenigen. Nein. Okay, cool. Sehr cool. Eine Sache, die ich euch noch als Challenge gebe, Mädels, für die Finta-Geschichte mit dem Sackerl auf Finta, dass ihr mal 1, 2, 3 ausprobiert. Hier, 5, 6, 7. Dass ihr die Arme nacheinander hochnimmt. Und zwar... linker Arm bei 5, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Und die Arme natürlich auch genauso wieder schön nach unten nehmen, nicht nur schön nach oben. Genau, das ist immer, was ich sage. Ja. Boom, boom, ah, genau. Yes, das Sebastian hat es auch gleich gemacht. Sehr schön. Jawohl. Grüße nach München, nach Köln. Nach Berlin, Koblenz, Hamburg. Berlin, Hamburg, was haben wir noch? Bei den anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall kommen einige aus der Region um Köln herum, auf jeden Fall, das weiß ich. Genau, ja, genau. Also liebe Grüße, danke, dass ihr dabei wart, auch trotz unserer komischen technischen Störung heute. Das ist nicht immer das so. Das kommt wirklich normal nicht vor. Das war heute der einzige, oder? Das sagt die anderen, die immer dabei sind, haben wir das sonst? Eigentlich nicht. Normalerweise kommt es nicht vor. Der war einfach schwarz, der Computer so, puff, wieso, scheiße, was jetzt? Okay, ja. Genau, aber wir haben es noch irgendwie gerettet und wir hoffen, wir sehen euch im Januar, jeden Januar. Jeden Januar. Jeden Januar, genau. Danke, ja, danke auch. Januar, jeden Montag, wollte ich sagen, 19.15 Uhr. Und es ist natürlich super, wenn ihr am Monatsanfang einsteigt, dann machen wir auch oft Contratiempo oder schöne Floreos, schöne das, was wir jetzt am Anfang gemacht haben, in mehr. Und natürlich kombinieren wir auch manchmal Sachen, die zwischendrin. Genau. Genau. Wir freuen uns. Vielen Dank. Danke und euch. Hoffentlich bis bald. Ciao, Virtual, ciao. Virtual Hawk. Ah, oh, und lass es krachen am Silvester, ja. Zu Hause oder wo auch immer ihr seid. Ja, genau. Frohes Neues. Schöne Weihnachten. Genau. Ciao. Tschüss. Oh, thank you. I hope you understand a little bit.